Wir gehen davon aus, und es ist Faktum, dass es in diesem Krieg zwischen der Ukraine und Russland keinen militärischen Sieger geben wird. Russland wird die Ukraine nicht einnehmen, das ist Faktum. Und die Ukraine wird Russland nicht einnehmen. Das ist auch Faktum. Also haben wir es mit einem jahrelangen Stellungskrieg zu tun. Ein jahrelanger Stellungskrieg lässt sich nur fortsetzen, indem noch mehr Waffen in diesen Krieg geschickt werden, sei es durch die Russen selbst, sei es durch Europa, durch Deutschland, durch die USA in diesen Krieg. Und noch mehr Waffen bedeuten, dass der Friede in weite Ferne rückt. Gerade Europa hätte die Möglichkeit, statt Waffen zu schicken, wirklich darauf zu drängen, dass es Friedensgespräche zwischen Kiew und Moskau gibt. Ich meine, wenn ich mir die kurze Geschichte dieses Kriegs anschaue, im November 2021 kriegt der Herr Joe Biden einen Brief vom Herrn Putin, ich möchte mit Ihnen über die Frage der Ukraine reden. Bis heute hat Joe Biden diesen Brief nicht beantwortet. Ende Februar 2022 marschiert Russland in die Ukraine ein. Wahnsinn, dass das passiert ist. Eskaliert diese gesamte Gewalt. Die USA verlangen von uns, dass wir Milliarden Euro als Europa in die Ukraine finanzieren, damit die Ukrainer Waffen von der USA leasen können. Und jetzt verlangt die USA von Europa, dass wir auch noch Waffen hineinschicken, damit wir in Zukunft als Europäer unsere Nachschubwaffen in der USA kaufen. Du meinst die Panzer? Und die Panzer, die Leopard-Panzer. Und ich frage mich, und alle anderen Waffensysteme, die wir liefern. Und ich frage mich bitte schön langsam, wer der einzige Gewinner der Fortsetzung dieses Krieges ist, nämlich die USA. Die USA bekommen von der Ukraine mit unserem europäischen Steuergeld Leasinggeld für ihre Waffen. Sie bestellen Waffen mit unserem europäischen Steuergeld und zahlen es bei der US-Waffenindustrie. Wir bestellen Waffen, Deutschland allein 100 Milliarden Euro, bei der US-Waffenindustrie. Und wir sehen, dass es offenbar ausschließlich der USA dient, dass dieser Krieg eine Fortsetzung findet. Soll Deutschland jetzt Panzer liefern, weil der Ukraine steht das Wasser bis zum Hals? Es ist eine recht einfache Sache. Der Leopard-Panzer ist keine Defensivwaffe, sondern eine Offensivwaffe. Das heißt, der Leopard-Panzer ist ein Angriffswerkzeug und kein Verteidigungswerkzeug. Wenn ich davon ausgehe, rein militärisch gesehen, haben einige Militärexperten auch bestätigt, wenn ich davon ausgehe, dass wir der Ukraine helfen müssen, dass sie sich verteidigen können, dann gebe ich ihnen keine Angriffswaffe wie den Leoparden, weil das würde ja nur bedeuten, dass es zu Gegenschlägen kommt und dass es in Wahrheit zu einer weiteren Eskalation kommt, sondern gebe ihnen Verteidigungswaffen. Flugabwehr zum Beispiel. Ja? Aber keinen Angriffspanzer. Beste